Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod und wir sitzen vor Mustafa, wo, glaube ich, der Senat der Neuen Republik ist, also der Hauptsitz, und danach hat die Neue Republik nur noch diese fünf kleinen Planeten. Klar, Chiller ist eigentlich mein Heimatplanet, den sollte ich mir mal wiederholen, und hat eine Capital Shipyard. Das heißt, das ein oder andere können die da bauen, aber keine großartigen Superschiffe mehr. Was ein bisschen schade ist, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich zwei, drei Schiffstypen der Neuen Republik, hier diese Blue Diver Schiffe und so, nicht zu sehen bekommen, weil die es nicht geschafft haben, das irgendwo bei einer Dreadnought-Schiffswerft vernünftig zu bauen. Was interessant ist, das hatte ich, glaube ich, noch in keinem Durchgang, dass wir die so überhaupt gar nicht zu sehen bekommen, aber gut. Lasst uns hier einmal bei Mustafa gucken, da haben die so ungefähr eine 600er Flotte. Wie groß sind wir? 630, aber ich glaube, ich schicke hier noch ein paar Schiffe hin. 511er Flotte, okay. Und was hast du für ein Schiff? War, glaube ich, ein relativ kleines. Nee, ach nee, auch noch eine Home-One. Nemo. Okay. Okay, werden wir mit leben müssen. Was habe ich denn gerade hier hingeschickt? Ich hätte gedacht. Assault Tank reporting for duty. Dann waren es wohl Bodeneinheiten. Na gut. Ist die Frage, ob wir Kaldabe. Wie viele haben wir schon? Zwei Stück plus ein bisschen was anderes. Warum nicht? Lass uns das mal hier Richtung Bespin holen. Da werde ich die hoffentlich finden. Und ansonsten müssen wir mal bei Bakura gucken oder hier im Kern. Vermutlich mache ich erst Bakura und den Rest in der Republik und kümmere mich dann um das Imperium und den Rest der Great Tumultruit. Die Great Tumultruit ist noch sehr nervig. Müssen wir mal schauen. Hatten wir hier. Bauen wir keine Chaffs mehr, das ist nicht gut. Schafproduktion muss erhöht werden. Das war so klar. Bei Fondor habe ich mir eine Dreadnought-Schiffswerft geholt, jetzt greifen die hier an. Das, ob wir da schaffen können, das zu verteidigen, müssen wir gucken. Ich meine, wir haben eine 784er Flotte, das ist nicht wenig. Gucken wir mal. Und haben wir auch eine Golan? Irgendeine Art von Golan? Golan 1, Golan 2? Da das eine Golan 2 ist, haben wir immerhin eine Golan 1. Schauen wir mal. Das dürfte eine interessante Schlacht werden. Ist die Frage, ob dass hier eher ankommen kann, damit wir Mustafa noch angreifen können. Endor, das gefällt mir auch nicht. Das kann nur von Bakura auskommen. Aber gut. Und Kuat, die jetzt wollen sie es wirklich wissen, ne? Fondor. 1024 gegen 784. Ich meine, wir haben die Hyper Velocity Gun, wir haben eine Golan 1. Alter Falter, Leute, alter Falter. Wenn die aber von Abrigal Ray oder Corellia kamen, dürfte das ganz lustig werden. Das könnte die Flotte von Corellia sein. Wenn wir hier fliehen müssen, könnten wir vielleicht Corellia einnehmen. Das wäre sehr, sehr schön. Aber ich denke, wir müssen uns auf harte, harte, harte Schlachten mit der Great Tumultruit in Zukunft noch einstellen. Deswegen will ich erst alles andere fertig kriegen. Die Neue Republik muss fallen und die Eriado-Autorität. Und dann können wir mal schauen, wie es weitergeht. Das Ding ist. Reinforcements en route. Oh! Den Altar haben sie gerade nicht mehr drin. Das bedeutet. Okay, der scheint doch drin. Ah, Mist. Dann hätte ich mir das auch sparen können. Und der ist natürlich ganz hinten gerade. Das ist sehr, sehr schade. Die Frage ist: Kynigos. Diese kleineren Schiffe brauche ich eigentlich auch nicht. Haben wir hier irgendwelche Schiffe, die nicht fliehen können? Alle Schiffe können fliehen. Der Prolipsi, der darf fliehen, den kann ich eh nicht gebrauchen. Wenn die fliehen wollen, sollen sie fliehen. Die Hyper Velocity Gun kann wieder schießen. Das Ding ist, ich muss jetzt halt gucken. Ihr alle bringt mir hier erstmal nichts. Okay, der ist da drüben. Ihr Scharf, Salzstörung 2. Das Blöde ist, dass der Altar sich da drüben anschließt. Bringt das was den? Nein, bringt wahrscheinlich nichts. Ist wahrscheinlich ganz gut. Ihr plus. Ne, haben wir gar nicht. Okay, also ihr alleine hier rüber. Du darfst mal hier hinten hinfliegen. Du darfst hier hinterfliegen. Wobei, ne, ich kann mir noch einen Sniper holen. Der Sniper soll mobil mitkommen. Aber du bleibst mal hier hinten. Und wie sieht's hier aus? Ihr alle dürft auf den mal drauf gehen. Ist gar nicht so wenig, was wir hier an Schiffen kriegen bei einer Dreadnought-Schiffswerft. Aber es wäre einfach so, so schön,
Wenn wir das hier abwehren könnten. Ich meine, es ist 1024. Punkte sind nicht wenig. Ich habe nicht geguckt, wie viele Anti-Jägerschiffe die haben. Gucken wir mal, dass wir hier den einen oder anderen Tartan vernichten. Denn wir haben ja auch das ein oder andere an Raketenschiffen. Raketenschießen. Da wäre es natürlich schön, wenn das hier nicht unbedingt alles abgefangen wird. Und hier rüber. Immerhin haben wir noch 10 Phalanxe. Kommt, den Sternzerstörer hier vernichten. Volle Feuerkraft. Wir dürfen wieder schnell durch sein. Durch den SD-1. Alecto. Die Hypervelocity Gun kann hier ein bisschen helfen, dass es schneller geht. Ansonsten ist das Ding hier halt relativ schnell immer wieder neu geheilt. Aber damit hat sich das. Wir müssen diesen Altar vernichten. Indem wir den vernichten, werden wir deutlich besser hier vorankommen. Alle auf den Altar, die Phalanxe gehen vielleicht hier drauf und ihr geht weiter hier lang. Der erste darf fliehen. Der zweite darf fliehen. Immerhin sind wir hier durch die Schilde durch. Du darfst fliehen. Du darfst fliehen. Je weniger Schiffe wir verlieren, desto besser. Du darfst jetzt auch mal hier mit drauf. Komm, da seid ihr besser aufgehoben, da können die Sternzerstörer euch nicht so wirklich angreifen. Ihr kommt ein Stück zurück und ihr beiden macht eure volle Feuerkraft. Hier drauf, Angriff. Du darfst hier mit drauf gehen. Das ist nicht nett. Wir machen noch einen hier hin und noch einen hier hin. Hat der überhaupt noch seine Antriebe? Hat der noch? Sehr gut. Ihr seid Sturm 2. Sturm 1. Der hat seine fette Ultra Heavy Mega Maser verloren. Das heißt, der darf fliehen. Und jetzt ist es im Prinzip nur noch einige Sternzerstörer und den Taggy Bat Cruiser hier vernichten. Die schaffen das alleine, diesen Taggy Bat Cruiser zu vernichten. Das gibt's ja nicht. Also klar, die helfen hier ein bisschen mit, aber holen wir den nächsten Phalanx noch rein. Ups. Ihr seid Steuerung 1 und ihr dürft weiter hier drauf. Und ihr alle seid Steuerung 2 und ihr dürft hier drauf. So. Sieht, ich will nicht sagen, es sieht machbar aus, weil wir noch jede Menge Sternzerstörer hier bei der Greater Madrid in der Hinterhand sehen können. Du darfst fliehen. Aber ansonsten volle Feuerkraft hier. Okay, ihr dürft mal auf die Tartans gehen. Da kommen sie. Da kommen die Sternzerstörer. Guck mal hier, wir haben auch noch drei Kühnigosse hier. Kurz mal Pause machen. Das geht noch. Ihr beiden dürft hier mit drauf. Und ihr alle dürft euch den vornehmen. Vernichtet den jetzt, sagt nicht mehr so viel. 1, 2, damit haben wir die quasi fertig. Wie sieht's bei euch aus? Komm schon, das dürftet ihr jetzt aber hinkriegen, bitte. Dass der uns auch nicht mehr in den Rücken fällt. Du darfst fliehen. Pause kurz. Flieh. Hier drüben hält sich's noch in Grenzen. Man kann hier halt nichts erkennen, ne? Volle Feuerkraft. Ihr beiden, keine Ahnung, geht hier drauf oder so. Du darfst hier hinten hin, das dürfte ausreichen. Kurz mal pausieren.
und uns einmal den Taggy Battlecruiser ansehen, wie der hier angegriffen wird von unseren Schiffen. Nettes Bild, sehr, sehr nettes Bild, aber was ich eigentlich gucken will, ist, sind alle, die keine Schilde mehr haben und schlecht aussehen, dabei zu fliehen, was sie, glaube ich, sind. Das ist nett. Du darfst hier einfach mal auf den gehen. Die Velocity Gun dürfte gleich wieder schießen können. Kurze Pause, du fliehst und ihr greift hier weiter an. Der Taggy Battlecruiser ist weg, das ist einerseits nett, andererseits werden hier deutlich mehr und mehr Schiffe wieder reinkommen. Kommt jetzt hier den vernichten. Und dann dürft ihr alle hier drauf. Pause. Hallo? Du darfst fliehen. Du darfst fliehen. Ihr geht mal hier drauf. Und ihr dürft euch die Tartans vornehmen. Du darfst ebenfalls fliehen. Ja, versucht schon zu fliehen, das ist gut. Keine Ahnung, wer auf was schießt, aber wird schon irgendwie hier geregelt sein, ne? Ich habe das Gefühl, wir kommen hier einigermaßen gut klar. Bisher zumindest noch. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir vernichtet haben. Bestimmt 3 oder 4 Sternzerstörer. Das würde so 120 Punkte bedeuten. Plus, na, da kommen halt mehr Sternzerstörer. Plus die 100 vom Taggy Battlecruiser. Das heißt, wir hätten so wahrscheinlich 300 Punkte von 1000. Die haben 1000 Punkte, daran müssen wir uns mal erinnern. Vernichtet. Und, oh, einige von euch können wieder volle Feuerkraft machen. Ihr seid jetzt für mich Steuerung 3, du bist Steuerung 4, du darfst hier drauf. Und die gespawnten Einheiten dürfen hier auf die kleinen Schiffe drauf gehen. Die Hyper... Gott. Das sieht ein bisschen grauenhaft aus, muss ich sagen. Was da hinten... Wir haben hier, sind wir gut damit beschäftigt, die zu vernichten. Und da hinten tauchen einfach immer mehr und mehr Sternzerstörer auf. Und so, als ob es absolut nichts bringen würde, hier zu gewinnen. Ah, Mist, die hatten fast keinen Schaden. Wäre natürlich schön gewesen, wenn die ein bisschen ihre Schilde hätten regenerieren können. Dann wären die relativ fit gewesen. Sind das viele Sternzerstörer und ich glaube, die haben noch mehr in der Hinterhand. Das sind auch wieder 2 Sternzerstörer, also das zu gewinnen wird wahrscheinlich schwierig. Aber ich meine, probieren kann man es ja, ne? Ihr drei dürft dahin gehen. Der Hyper Velocity Gun darf den hier weiter vernichten. Wir warten einfach, bis die jetzt kommen, dann lädt die Hyper Velocity Gun auch noch ein bisschen länger nach. Kurz mal Pause machen. Du darfst hiermit auf den drauf gehen, hoffentlich. Musst du dich dafür nicht zu sehr bewegen, musst du nicht, sehr schön. Immerhin greifen sie nicht mit allen gleichzeitig an der gleichen Stelle an. Das ist schön. Das heißt, die beiden bringen denen momentan überhaupt nichts. Volle Feuerkraft bei euch. Angriff hier drauf. Bei denen will ich noch nicht die volle Feuerkraft einsetzen. Das mache ich für den nächsten Sternzerstörer. Der kriegt die volle Feuerkraft ab. Du darfst fliehen. Schon. Ja, der verliert auch seine Schilde. Jetzt volle Feuerkraft, damit alle hier nochmal gut, vernünftig eingesetzt sind. Hier. Ah, der hat wenigstens schon seine Schilde verloren, aber der andere hat sich hier nach vorne geschoben. Das ist nervig. Ich habe keine Lust, dass sie mir in den Rücken fallen. Das könnte potenziell sehr, sehr wehtun. Wenn wir hier in den Rücken fallen. Du musst fliehen. Und wir brauchen hier ein paar mehr Schiffe. Hier ist ein neuer Kinigos. Nett. Sehr nett. Ich habe da so ein bisschen Angst, dass ich hier so Schiffe zwar schwächer, aber im Endeffekt keinen vernichte. Das wäre nicht das Richtige hier. Wie viel kriege ich denn von denen eigentlich? Okay. Ihr dürft auch einfach alle fliehen. Ihr seid auch Steuerung 1, greift hier weiter mit an. Sehr nett. Du hast sogar wieder Schilder dazu gekriegt, das ist okay.
Hypervelocity Gun, Himmel drauf, dass der vernichtet wird hier hinten. Und man hat so das Gefühl, man kommt langsam vorwärts und dann schicken die doch wieder einen neuen rein. Das ist schon nervig, aber so viele Schiffe in einer Schlacht vernichten mit so wenigen Verlusten auf unserer Seite ist wirklich, wirklich gut. Kommt, ihr dürft hier auch nochmal rein. Vor allem, die nehmen zwar Schaden, aber dann schaffen die es nicht, durch die Schilde komplett durchzudringen oder nur kurz und dann können sie wieder Schaden regenerieren. Das ist echt sehr, sehr nett. Ihr drei dürft hier die Jäger ein bisschen beschäftigen. Mal sehen, schicken wir hier noch einen neuen Sternzerstörer rein. Also so 400-500 Punkte haben wir sicherlich vernichtet. Damit müsste die Hälfte der Flotte hier eigentlich vernichtet sein von denen. Schauen wir mal. Oh, da kommt der Nächste. Das darf nicht wahr sein. Die haben alle so ein bisschen... Oh, der hat sogar richtig viel Schaden. Ah, oh, das ist mies. Das ist richtig, richtig mies. Nehmt euch den, der ist am weitesten vorne. Aber die Phalanx, die wir haben, noch 5 Phalanx und noch einen in der Hinterhand. Ist jetzt auch nicht wenig. Dass die beiden da stehen, ist richtig, richtig gut für uns. Den müssten wir da kriegen eigentlich. Ja, wir klauen hier allen irgendwie Schilder, aber keiner wird so richtig vernichtet. Das ist mehr als nervig. Das bedeutet natürlich auch, dass die dann weniger... Ah, der ist weg, das ist gut. Und diese volle Feuerkraft, die wir eingesetzt haben. Ah, wir fliegen da in den Dings rein. Okay, nehmt euch auch erstmal den hier vor. Du darfst volle Feuerkraft, dass der auch keine Schilde wieder zurückkriegt. Oh, der hat keinen Antrieb mehr. Schade, das heißt, den können wir nicht rausholen. Aber solange sich auf den konzentriert wird, ist alles in Ordnung. Da kommt natürlich wieder der Nächste. Wer hätte das gedacht? Aber die Hypervelocity Gun kann feuern. Feuer hier drauf. Weiter hier drauf feuern. Du musst fliehen, bitte. Falls das noch in irgendeiner Art und Weise geht. Wartet, der hat fast nichts mehr. Dann kümmert euch um den. Du darfst weiter auf den gehen. Du hier drauf. Du hier drauf. Wir vernichten noch den einen oder anderen hier. Der hat sogar noch die Möglichkeit zu fliehen. Ansonsten hält sich das gerade in Grenzen. Hier unsere Probleme. Kommt, den vernichten. Der nächste Tektor, die nächsten 30 Punkte, die Schrott sind. Der hat noch seinen Antrieb, der kann fliehen. Was ist das für eine Schlacht? Das ist jetzt nervig. Ich habe keine Lust, dass er uns hier in den Rücken fällt. Du darfst gleich fliehen, wenn der Schrott ist. Haben wir den nächsten Tektor vernichtet. Wie viele Punkte hat der eigentlich? 36, sogar ein bisschen besser als ein Sternzerstörer hier. Ansonsten eh hier noch weiter da drauf. Der kann nicht mehr fliehen, der kann nicht mehr fliehen, der könnte noch fliehen. Okay, haben wir ein paar Chars verloren. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was die hier verlieren. Absolut nichts. Der ist geflohen, sehr nett. Das ist ein Kynikos, den ich so nach hinten geschickt habe, dass gar keiner, der aus dem Dings rausgekommen ist. Ihr beiden noch. Kann man noch auf irgendeinen hier gehen, der relativ wenig hat? Vielleicht können wir den noch schaffen, aber es ist ein großes, großes Vielleicht. Der konnte immerhin auch abfahren. Du darfst auch abbauen. Du darfst fliehen. Du darfst fliehen. Ja, du darfst fliehen, du darfst fliehen. Vielleicht haben wir noch Glück mit Hypervelocity Gun, dass die das auseinanderreißt. Oh, das darf nicht wahr sein. Meine Jäger, kommt! Ihr könnt das schaffen! Die 71% dieser mittelschweren Turbolaser bitte vernichten. Ah, schade. Ah, das wäre schon nett, wenn wir die 32 Punkte da noch... Also vielleicht... vor allem ihr seid noch Bomber mit dabei. Ihr müsst abhauen. Okay, die Hypervelocity Gun regelt. Die Hypervelocity Gun regelt bitte. Yes. Okay. Damit kann ich jetzt in Ruhe meine Einheiten vernichten lassen. Okay, von den 1000 Punkten, die die hatten, 1040 oder so, die hatten, ich sag mal 500 haben wir auf jeden Fall vernichtet. Vielleicht 600. 2 Charfs haben wir verloren. 8 Sternzerstörer und 11 Tektor. Alter, das alleine sind schon 600 Punkte.
Okay, großartig. Viel hatten die nicht mehr. Lass uns mal gucken. Die hatten 1040, glaube ich, ungefähr. 224! Das ist sowas von machbar. Ich muss jetzt ganz, ganz... Nein, ich muss nach Corellia. Ich vergesse das nachher. Oh mein Gott. Okay, Mustafa. Die haben sowieso eine 500-irgendwas-Flotte. Lasst uns hier kurz rein. Zwei, drei Schiffe vernichten. Am besten relativ große. Und dann sofort abhauen. Und, ich hoffe, die haben keinen Interdiktor, weil ich weiß nicht, ob Thrawn einfach so abhauen könnte. Da müssen wir nochmal drauf achten, nicht, dass wir Thrawns Klon so dann doch irgendwie verlieren. Aber dann lasst uns ganz schnell gucken, ob die bei Corellia irgendwie sind. Mustafa kann jetzt Mustafa bleiben. Eine 600er Flotte ist nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht super duper viel. Ne, der kann natürlich nicht abhauen. Okay. 1, 2. Wir hauen jetzt das hier einfach voll mit Phalanxen. Wenn die Phalanxen abhauen, haben wir es voll mit unseren Chaffs. Und wenn die abhauen, gehen wir einfach raus aus dieser Schlacht. Nehmt euch den Boffin Assault Cruiser hier vor. Ziel wäre es, das Ganze unter 300 hier zu kriegen. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber trotzdem, das wäre sehr, sehr nett. Das sind 19 Punkte, die wir vernichtet haben. Den Hajen Fleet Tender sind jeweils nur 3 Punkte, aber die können deren Schiffe heilen. Jawohl. Sehr schön. Die ganzen Hajens hier vernichten wäre schon wichtig. Und den hier drüben, wenn wir den noch kriegen könnten. Oh mein Gott, hat er seine Antriebe verloren. Das ist natürlich mies. Damit verlieren wir auf jeden Fall einen. Gut, damit muss ich klarkommen. Das kriegt die Neue Republik ziemlich gut hin, Antriebe zu vernichten. Wenn sie die Möglichkeit dazu hat. Komm schon. Ihr könnt das schaffen. Der verliert mir jetzt auch zu viel an Schilden. Komm schon, dieser Boffin Assault Cruiser muss vernichtet werden. Einmal kurz. Okay, der ist abgehauen. Sehr gut. Ich dachte schon, was ist hier los? Na, nehmt euch die Dauntless vor. Eins, zwei. Ich muss dazu holen. Attack Formation. Du darfst fliehen. Ups, das wollte ich nicht. Nehmt euch hier die Dauntless bitte. Mittelschwert-Turbolaser mit Ionenkanonen, Engines. Dann den Boffin Assault Cruiser. Die beiden müssen bitte versuchen zu fliehen, das ist gut. Sehr nett. Den Helden zu vernichten wäre natürlich sehr gut. Deswegen lasst uns versuchen, einmal hier vielleicht die Dauntless anzugreifen. Mit den Chaffs. Und danach wäre dieser MC-80 Home One-Held eine Möglichkeit, zumindest. Wer ist der? Namo? Namo. Du darfst fliehen. Auf Namo bitte gehen. Volle Feuerkraft. Kommt ihr da auch durch? Kommt eben hier die Turbolaser und dann Namo. Könnt ihr da die kleineren Schiffe besiegen? Der ist weg, was bedeutet, wir können zwei Chaffs reinholen. Zwei Chaffs. Du darfst fliehen. Nein, 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 nicht wegdrehen. Nehmt euch den Helden hier. Das sind nochmal irgendwie 60 Punkte oder so. Eine Feuerkraft. Du darfst fliehen. Hier auf dem Boffin Assault Cruiser, du darfst aber auch fliehen. Du fließt bitte. Jawohl, der ist gleich weg. Der ist gleich weg, Leute. Auf die Engines. Oh, ich will wissen, woher diese Tausenderflotte kam, die da hatten. Das ist echt... Du haust ab. Aber auch hier die Flotte dürfte jetzt dann ziemlich dezimiert sein. Mit den Boffin Assault Cruisern und den Dauntlessen, die hier hatten. Oh, schade, der ist dann auch Schrott. Müssten so 100 Punkte weg sein. Mit dem sind es 160.
Damit hätten die nur noch so um etwas weniger als 400, so 380 Punkte oder so. Und wir klauen denen ja immer mehr und mehr Punkte hier noch. Volle Feuerkraft mit euch. Kommen noch ein paar Bocken Assault Cruiser, sollen sie kommen. Du fliehst. Mal kurz gucken. Du fliehst auch. Und hier auf die MC-30C. Ah, wobei, ist die Schrott? Ja, Bothan Assault Cruiser bitte vernichten, die sind zu stark. Kann noch irgendwer volle Feuerkraft? Nein. Abhauen. Perfekt. Du darfst bitte auch abhauen. Den nächsten Bothan Assault Cruiser vernichten. Engines. Kommt, ja, dann hier die Engines vernichten, okay. Du haust bitte ab. Und schon. Einige können jetzt schon wieder volle Feuerkraft machen, dann machen wir das auf diesem Bothan Assault Cruiser. Du darfst abhauen. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt sorgen wir dafür, dass alle abhauen. Ein bisschen Hoffnung. Jawohl. Er ist vernichtet. Kommt schon. Ganz abhauen. Und das dürfte wahrscheinlich die restliche Flotte sein, die die noch haben. Mehr wird doch nicht sein. Thrawn darf hier verschwinden. Perfekt. Zwei Phalanxe, aber die haben deutlich mehr Schaden. Sowohl was Credits als auch Punkte angeht. Bitte kurz Pause. Ich habe keine Lust auf eine Bodenschlacht bei Fondor. Und ich habe auch keine Lust, diese Möglichkeit bei Corellia vergehen zu lassen. Wenn sie denn von Corellia kamen. Vielleicht kamen sie auch von Fondor. Das weiß man natürlich nicht. Da ist auch jemand vorne drin, das ist gut. Okay, sie kam nicht von Corellia. Schade. Mann. Warum haben die einfach die Möglichkeit, 1000 Punkte so wegzuschmeißen? Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Was mache ich da noch mit der Greater Mildred, dass die vernichtet wird? Wahrscheinlich 50.000 Scharfs bauen. Wir können einmal noch nach Abrigado Rare fliegen, sobald wir Fondor befreit haben, sozusagen. Vielleicht ist es dann Abrigado Rare. Oh mein Gott, das ist nicht schön, dass hier ein Interdiktor ist, aber ansonsten drei Altors. Dürfte relativ leicht zu besiegen sein. Ist nicht die beste Flotte dafür? Schauen wir mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Den Interdiktor als erstes vernichten. Und dann einen nach dem anderen bei den Altors bitte vernichten. Alter, was ist hier los? Warum haben die alle schon keine Schilde mehr? Okay, einer hat keine Schilde mehr, aber trotzdem. Vernichten. Und dann auf den Altar gehen. Du darfst fliehen. Und schon, wenigstens diesen Altar will ich gerne vernichten. Aufschlagsraketenwerfer vernichten. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind nicht so gut drauf. Hier diese Flotte, aber immerhin verliert keiner so richtig seine Schilde. Aber die Altars zu vernichten dauert halt auch trotzdem noch. Der darf fliehen. Vielleicht nochmal dich rein. Und vernichtet den. Dann ist die Frage, dann werden 70 Punkte frei. Was passiert dann, wenn wir den vernichtet haben? Angriff da drauf. Du weiter hier die Schilde dezimieren. Darf fliehen. Vernichtet diesen Altar. Je mehr Altars vernichtet sind, desto besser. Du darfst fliehen. Komm schon. Ja, vielleicht lassen wir es auch bei diesem einen. Ich weiß es nicht. Aber ich fände es schon wirklich nett, wenn die hier vernichtet werden könnten. Das gibt's doch nicht hier. Einmal Intego hier reinholen. Der hat nur noch zwei Hardpoints. Aber die Validusa heilt und die beiden anderen Altars heilen. Und der heilt selber. Das ist grauenhaft. Absolut grauenhaft hier. Dann geht hier drauf.
Du darfst fliehen. Einfach mal den Sternzerstörer vernichten, wer weiß. Die Hyperbolo... Ach, der konnte nichts. Das darf nicht machen. Ich habe hier keine Lust drauf. Wir fliegen gleich. Das macht mir absolut keinen Spaß hier. Wir müssen erst die anderen Planeten befreien, bevor wir hier wirklich vernünftig durchkommen. Aber einen Sternzerstörer zu vernichten kann ja nicht schaden, ne? Also, du darfst fliehen. Ich meine, wir nehmen ja auch nicht so wirklich Schaden, aber es... Alter, Alter. Sobald er geflohen ist, fliehen wir alle. Der flieht nicht mehr, hat er keine Engines mehr? Doch, hat er. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich hoffe, wir haben nichts verloren. Kann sein, dass wir den Phalanx verlieren. Wenn er jetzt noch die Engines weg hat, ich weiß es nicht. Lass uns mal gucken. Nichts verloren, immerhin. Okay, mit einem Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und habt euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.